Leute, was geht? Das ist das letzte Mal, dass ich in den Reaktionen eine Cappy trage. Ab morgen mache ich meine Haare. Was sagst du dazu? Er sagt, mache ich nicht. Da man ihm durch dieses Mikrofon nicht so gut hört, habe ich es einmal wiederholt. Ja, Ozan liegt im Hintergrund. Das war's mit dem kürzesten Intro der Welt. Wir reagieren jetzt auf Alim. Lange nicht mehr drauf reagiert. Wir sind ja auch gerade nicht live. Deswegen ist es auch erlaubt, auf ihn zu reagieren. Mois hat ein Video über Monte hochgeladen. Das Video nennt sich Monte Abi, der NFT-Boss. Und ich habe es euch schon auch in den letzten Videos gesagt gehabt. Ich kenne mich mit dieser NFT-Kacke nicht so gut aus. Ich denke einfach, wenn ich NFT höre, ist es ein Bild, was man im Internet kauft. Es gehört dir. Und wenn es an Wert steigt, kannst du es verkaufen. Keine Ahnung, Mann. Ich bin echt lost. Monte hat wohl einen kleinen Shitstorm bekommen, weil er irgendein Placement gepostet hat. Hier und da habe ich ein bisschen was gehört. Und jetzt ziehen wir uns den Hasen hier mal rein. Nein, los geht's. Haarpracht hat keine Lust auf dieses Video, Leute. Monte Abi rastet komplett aus, Junge. Skandale unter Skandalen. Menschen, die aus Südafrika kommen, wissen jetzt, wer Monte ist und reden über diesen NFT, der auf seinem Twitter war. Meine ganze DM schreibt mir, dass sie jetzt Propheten sind, die unnormal reich werden, wie der Kollege hier. Bruder, du hast keine Ahnung von dieser gesamten Existenz. Bitte. Steig schnell in das NFT-Game ein, bevor es zu spät wird. Eigentlich ging mir dieses Thema am Abend noch vorbei. Aber das Ding ist, Bro, 50% der Penner, die Monte abonniert haben, haben mich auch abonniert. In alter Zuhältermanier möchte ich klarstellen, dass... Hat jemand Kollege bestellt? ...ich niemand weder f***en möchte, noch wehtun will, noch sagen will, dass Leute, die NFTs kaufen, dumme Söhne sind. Bevor wir anfangen, über Monte und sein Nazi-NFT zu reden, ich will natürlich auf keinen Fall auch sagen, dass er einer ist. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass Monte zu 80% keinen Plan davon hatte, was er da tut. Einfach Scheiße redet jetzt, um da rauszukommen und er im Grunde kein böser Mensch ist, das ist mir schon klar. Was sind NFTs, damit wir überhaupt so verstehen? Gut, das ist gut, Digga. Damit wir das alle mal checken, was das überhaupt ist. Worüber wir reden und wieso habe ich noch nie Werbung für NFTs gemacht, obwohl man mir mal eine 250.000 Euro geboten hat. Das ist eine gute Headline, damit... Die Tür? Hast du das bestellt? Also. Die quasi... An der Stelle, ich bin auf Diät, Leute. Watchtime technisch und Zuschauer noch da. What the fuck? 250.000? Wie? Das sind NFTs, okay? Die meisten Menschen denken ja darüber, wie über ein Kunstwerk. Du erwirbst ein Kunstwerk auf einer Plattform wie OpenSea und sonst was und kaufst das Kunstwerk. Hoffst darauf, irgendwann ein Milliardär zu werden, über Nacht hast nur 10 Cent reingesteckt und morgen ist dieser NFT 10.000 Ethereums wert und jeder wird deinen Schwanz lutschen. Das ist so die Kurzfassung von dem, wieso Leute NFT kaufen. Ich blick da nicht durch, Alter. Ich check's einfach nicht, wirklich. Tatsächlich sind NFTs nur Hyperlinks. Die gleichen Hyperlinks, wie ihr sie in Discord einfügt, wie ihr sie in einen OBS-Server einfügt. Es ist quasi nicht das Bild oder das Kunstwerk an und für sich, was du kaufst, sondern der Rechenprozess der Blockchain. Was ist die Blockchain? Stellt euch vor, Blockchain ist Internet. Tokens. Ich komme mir vor, wie im Informatikunterricht, aber das ist gut, Digga. Also Coins sind Webseiten, zum Beispiel. Das World Wide Web ist die Blockchain und Google ist zum Beispiel Ethereum. Stellt euch vor, das Bild ist nicht auf der Blockchain gespeichert. Also nicht in diesem World Wide Web, wo du denkst, dass du eine Seite kaufst wie Google, sondern du kaufst nur diesen Link. Die Grafik der Seite von Google zum Beispiel, die Bilder, die Videos, Page 1, 2, 3, also das, was du denkst, was du eigentlich kaufst, das ist woanders gespeichert. Auf einem separaten Server. Einfach an einer Domain. Und jetzt stellt euch vor, ich bin ein Bastard. Oh, Moment mal. Google.com, diese dummen Bastardsöhne, kaufen NFTs im Wert von hunderten tausend Euros. Ich kann dann die Domain kaufen. Quasi den Ort, wo alles gespeichert ist. Jeder verkauft. Es ist schon sehr komplex irgendwie. NFT ist da gespeichert. Wenn ich dann die Domain habe, könnte ich mich dafür entscheiden, das alles einfach offline zu nehmen. Hm. Oder ich könnte einfach bankrott gehen, dann verlierst du auch dein Ding. Oder ich könnte einfach ein Scammer sein, der Rücken gemacht hat früher und Prostitution betrieben hat. Und zu 90% ist das so mit den Investoren von diesen ganzen Coins und den Backgrounds von denen, dass die einfach nur zum Geldwaschen da sind und danach einfach offline gehen. Bevor wir weitermachen, eine Sekunde, Leute. Was hast du bestellt? Lach mal, Ajum. Ja. Zeig mal, sieht aus wie eine Pizza. Muss die Krabbe Pizza ist die Pizza. Ja. Ja. Sieht. Ja. Boah, riecht gut. Naja, also mach mal. Alles gut, ich bin auf Diät. Mach da mal weiter. Anderthalb Tage. Eine Woche wäre realistisch gewesen, sag ich dir ehrlich. Versteht ihr jetzt, wieso ich meine Community das nicht verkaufen will sofort? Natürlich liebe ich das, wo sich das alles jetzt bewegt, diese Welt von Coins und NFTs. An der Stelle, ich bin auch wieder kurz davor zu sagen, ich habe Bock wieder ins Crypto-Game einzusteigen. Ich muss mal gucken, Digga. Falls jemand da ist, der sich sehr gut auskennt und auch schon gut Plus gemacht hat, er kann sich gerne bei mir melden, der Ehrenbruder.
Kennt sich wirklich sehr gut aus, ja? Okay. Investiert in Osan Chain. In Osan Chain? Nee, da sehe ich mich nicht drin. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich glaube, ich will so 10, 20 Mille reinstecken und dann einfach chillen. Und auch dieser Hype, dass man schnell reich werden kann, das ist gleichzusetzen mit einem, der den Traum hat, Pirat zu werden. Er will einen Goldschatz finden, wie Ruffy in One Piece. Er begibt sich auf gefährliche Reisen und Missionen. Und geiler Vergleich auch mit Ruffy. Er ist eigentlich ein guter Mensch, dieser Ruffy. Stellt euch vor, er wäre jetzt ein Influencer und stellt sich vor die Kamera hin und sagt jeden zweiten, ich sage euch ehrlich, Jungs, werdet jetzt Piraten. Werdet heute Piraten, kommt auch auf Bord, opfert auch das und das. Also die wissen den Preis dafür nicht, ein Pirat zu werden. Die wissen nicht, dass nur jede hunderttausendste Pirat wirklich über die Nacht reich wird und den Schatz findet. Und dass die meisten vielleicht draufgehen und Verluste erleiden und Schäden davon tragen. Und das ist halt ein Produkt, das ich meiner Community nicht geben will. So hat zum Beispiel mir letztens eine Firma geschrieben, die wollte, weil sie es lustig finden mit diesen ganzen Dislines, hört sich an wie Katze und so, hatte so eine Firma eine Idee, ein Katzen-NFT zu machen. Und die wollten irgendwie das kopieren. Wir kommen gleich auch zu kopieren, wieso das ein gigantisches Problem ist und mit Urheberrechten und Künstlern an und für sich. Die wollten das kopieren und einen auf so, ja, Mois macht dann Werbung für dieses Katzen-NFT. Und was haben sie mir vorgeschlagen als Influencer? Ich werde es euch komplett neutral und sauber sagen, in welchen Bereichen man hier Geld verdient. Die haben mir 30.000 Euro sofort angeboten. Schmeckt. 30.000 Euro gehört quasi mir, wenn ich das einmal in meinem Stream erwähne und zweimal poste. Und das ist aber nicht alles, weil ihr müsst euch vorstellen, man verdient da richtig Geld, weil du weißt, wann die NFTs hochgehen. Wenn du weißt, ein Mois macht Werbung, zum Beispiel in einem Monat am 26. den und den, können wir davon ausgehen, dass hier diese NFT steigt. Und die haben mir gesagt, guck mal, wenn der Hebel am höchsten ist, wir geben dir einen Stock, also wir geben dir auch ein paar NFTs und so, die du dann werben wirst. Und bevor du die wirbst quasi, guck mal, wie das alles steigt. Und wenn es am höchsten ist und du Werbung gemacht hast, haben wir auch ein paar andere Influencer, die machen dann auch Werbung und das boostet sich noch mehr nach oben. Und wenn wir wissen, wir haben keinen Influencer mehr quasi, der das boostet, dann verkaufen wir. Okay. Also dann gehen wir raus. Der Exit-Scam aus der Hölle. Wenn es am höchsten ist. Und wer ist dann gefickt? Ja, die Leute, die auch Geld investiert haben. Die Community. Und umgerechnet wäre der ganze Deal eine 250.000 Euro. Und ich sage euch ehrlich, ich bin jemand, der jetzt nicht Nein zu einer 250.000 Euro sagen wird. Aber ich würde dann nicht schlafen können. Aus weiteren Gründen, die ich euch jetzt erklären werde. Ich liebe Kunst. Ich habe verstanden, was es bedeutet, Kunst zu lieben. Ich habe verstanden, wenn ich Van Gogh anschaue, wo er sein Ohr abschneidet, dass es nicht nur ein Psychopath ist, der an Soziopathie litt, sondern ein Mensch, der seine Gefühle transportieren wollte, generationenlang. Das ist für mich die Kunst. Und solche Künstler sollten belohnt werden für solche Projekte. Wenn NFTs Kunstwerke sind, dann muss es auch ein sehr gutes Datenschutzsystem geben, was zurzeit leider bei den NFTs das größte Problem ist, wieso ich bei vielen NFTs nicht reingehe, auch aus geschäftlichen Sinn, um Geld zu machen. Weil rein theoretisch, wenn ich jetzt ein Künstler bin und ein Foto von einem Penis zeichne und das war mein Lebenswerk. Irre. Und irgendein Wichser, der irgendeine Wallet hat, klaut mein Foto, lädt es auf OpenSea hoch und dieser Prozess von 1 plus 1 ist gleich 2 um 12 Uhr, also dieser Hyperlink, den du produzierst, einmal in der Blockchain produziert wird, kann man das einfach nicht mehr ändern. Stellt euch vor, der lädt das jetzt hoch. Dieser eine Prozess in dieser Chain ist verrechnet. Ich bin der Künstler. Wohin soll ich mich wenden? Wo soll ich sagen, hey, der hat es geklaut? Und jetzt ist die große Problematik. NFT-Blase, die jetzt da ist, durch Jake Paul, Logan Paul und diese... Durch große Influencer, die das Ding einfach pushen, um es den Zuschauern geschmackhaft zu machen. Schmackhaft, alles klar, schmackhaft zu machen. Die ganzen Kanye West, Drake, dies, das. Dieser Hype hat durch die Influencer und Massenmanipulation von dummen Ja-Sager-Idioten, die hat durch den Anschein des, oh, jeder hat NFTs, den Glauben daran, dass jede NFT ein Kunstwerk ist. Weil man könnte es ja sonst gar nicht hochladen. Doch genau das kann man. Es gibt wirkliche Künstler da draußen, die wirklich mit ihren NFTs Geld verdienen und wirklich schöne Kunst auf NFT machen. Und NFTs haben auch wirklich Vorteile, gigantische Zukunft,
aber krasse Unsicherheiten jetzt. So krasse Unsicherheiten, dass ein Influencer sich nicht hinstellen sollte und einfach sagen sollte, blind geht da und da rein. Ganz egal, welcher Wappenzeichen auf seiner Hand steht, was komplett noch oben drauf geschmacklos ist und sagt, ja, okay, ich kann machen, was ich will. Du kannst machen, was du willst, aber mach das nicht vor der Kamera, weil du beeinflusst viele Menschen. Ich küsse dein Herz. Und du weißt, ich habe dich sehr gern, Bro. Ich mich oft in schweren Zeiten... Er meint Monta aber an der Stelle. ...unterstützt ich dich genauso. Deswegen, weil ich weiß, dass dein Kern so sauber ist eigentlich, verstehe ich viele Aktionen nicht, weißt du? Und nun mal ist es normal so, dass du einer der größten YouTuber in Deutschland bist. Dann ist es ja logisch, dass die Mehrheit... Und der größte Streamer Deutschlands. ...meine Community auch dich abonniert hat. Das ist meine Pflicht, weil du reinscheißt. Ich habe keinen Bock auf dieses Video. Gar keinen Bock. Solche Sachen passieren. Und man macht genau dieselbe Scheiße nach wie diese Amis. So, dadurch entsteht Manipulation am Markt. Und man denkt, jeder ist ein Künstler. Aber es gibt wirkliche Künstler, die dann nichts verdienen. Und 90% der Scammer, die irgendwie Geld waschen wollen oder sowieso Milliardäre waren... Die gewinnen. Genau wie bei einem Casino, die Bank immer gewinnt, gewinnt jetzt der Investor. Der Background des Investors, egal wie schön der NFT ist, kann sein, dass er nur noch afrikanische Kinder eingestellt hat, die für Schwarzarbeit für 10 Cent arbeiten. Es kann sein, dass irgendwelcher Nestle-Investor irgendwo drin steht und ihr seid die Ersten, die euer beschissenes Hund aufreißt bei jedem Joghurt, wo 1% irgendwo irgendwas draufsteht, versteht ihr? Wir regen uns über Kleinigkeiten auf, machen unsere Augen aber zu, dann, wenn wir Geld verdienen wollen. Und das ist sehr heuchlerhaft. Leider. Ich verstehe aber, dass man dieses schnelle Geld in Anspruch nehmen kann und sich denkt, unter dem Strich verlieren die ja nicht wirklich was. Darf jeder Mensch wirklich vor der Kamera sagen, was er will? Natürlich darf er, aber dann sieht man eure wahren Gesichter. Und wenn man aber nicht dagegen schwimmt und die Wahrheit erzählt, dann wird man in einer Welt voller Schafe verloren sein. Und selbst wenn du dann ein Wolf bist, wirst du denken, dass du ein Schaf bist, weil die Schafe dir einreden, dass du ein Schaf bist. Deswegen sind solche Videos wichtig. Ich hoffe, das nimmt niemand übel, weder Monte noch irgendwer, noch Leute, die sich NFTs kaufen. NFT hat einen gigantischen Zukunftsding für mich. NFT könnte gigantische Probleme lösen. Künstler könnte ich als Musiker meinen Zuhörern Anteile an meine Musik geben. Ich könnte quasi sagen, meine Musik gehört euch. Ihr verdient genauso wie ich Geld an meiner Musik. Wenn meine Videos 10.000 Euro verdienen und ihr habt Tokens quasi in meine Musik investiert und meine Musik spielt dann 100.000 rein, dann kriegt ihr den Prozentsatz zum Beispiel von dem, was ihr reingesteckt habt, wenn ihr 10 Euro reingesteckt habt. Und wir machen 200% Gewinn, weil ich halt immer wieder sowieso Musik mache. Ich bin kein Bastard, der sich jetzt morgen verpisst mit Geldwäsche. Ihr habt einen Background bei mir, versteht ihr? Das ist die Sicherheit und ein Bonus, den man gibt. Weil wenn man an den Künstler glaubt und den liebt und... Dann unterstützt man ihn damit auch automatisch. Das ist geil, Digga. Also Zukunft hat es auf jeden Fall. Ich finde jetzt auch nicht, dass er so Monte krass kritisiert hat im Sinne von, ey, du hast Scheiße gebaut, du hast so gemacht. Das hat ja sowieso jeder gemacht. Ja, eigentlich war das ein gutes Video, war eine gute Aufklärungsarbeit. Das, was ich mitbekommen habe, ist einfach, dass er ein Placement gemacht hat, wofür er Geld bekommen hat, dass die Leute sich über eine Seite NFTs kaufen sollen und man da ein NFT-Bild gesehen hat mit einem, ja, Hakenkreuz. Weißt du, ich meine? Und das gehört sich eben nicht. Man muss sich schlau machen. Daraufhin hat er dann, glaube ich, 2-3 Tage im Stream geredet von, ja, ist mir doch egal, das wäre doch so Geschichte, blablabla, bla, bla. Dann wurde der Shitstorm so hoch, dass er alles gelöscht hat, weißt du, ich meine, und meinte, ja, es tut mir leid, ich habe halt 2 Videos gesehen, wo er sich dafür entschuldigt, weißt du, ich meine, und jetzt kann man sich wieder streiten, wie oft willst du denselben Fehler machen, ihr habt jetzt die Hintergründe von Alim gesehen, ihr seht, warum diese Leute das machen, sie kriegen schnelles Geld und man weiß halt nicht als Zuschauer, ey, ist das legitim oder nicht, ist das ein Scammer oder nicht, investiere ich in NFTs und der Typ verkauft das Ding oder schließt das Ding, ist mein Geld weg, das interessiert aber den großen Influencer nicht, der halt einen großen Schnapp gemacht hat dafür, dass er einen Post machen sollte, Geld soll ja jeder verdienen, ist doch alles gut. Wenn ich ein Angebot kriege, wo steht, ey Jan, für diese Summe sollst du diese Werbung machen, dann gucke ich erstmal, was passieren kann, um was es geht und dann entscheide ich mich. Aber dann 4-5 Tage später, nach einem Shitstorm zu schreiben, ja, mein Partner hat das gepostet und ich war das nicht, könnt mir glauben, ist mir scheißegal, blablabla, kommt nicht wieder vor, ist zu schwach, vor allem für den größten Streamer Deutschlands und ich sympathisiere sehr mit ihm, ihr wisst das selber. Ich habe auch ein bisschen Kontakt mit ihm, ich schreibe mit ihm, das gibt ihm aber nicht das Recht, Scheiße zu bauen, Bro. Weißt du, ich meine, es gibt ihm nicht das Recht, Scheiße zu bauen und irgendwann reicht das und ich verstehe es nicht. Du verdienst so viel Geld, sei es von Grand RP, sei es von deinen YouTube-Einnahmen im Monat, von seinen zig Kanälen und was er noch für Geschäfte hat und Platzierung hat. Warum willst du deine Zuschauer warum? Ich versteh's nicht. Absichtlich oder unabsichtlich, du sie. So, und das verstehe ich nicht, Digga. Der einzige legitime Grund für mich ist einfach, er ist ein Spieler und er zockt nicht auf 10-Euro-Fach, er zockt noch höher. So, und ein Mensch, der viel zockt und auf hohen Summen spielt, verliert auch sehr viel Geld, deswegen musst du auch sehr viel Geld einspielen. Kostet es, was es wolle. Aber irgendwann wird dich das deinen Kanal kosten oder deine Glaubwürdigkeit.
Es ist eine Frage der Zeit, deswegen sollte er damit aufhören, meiner Meinung nach. Das ist meine Meinung. Ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser NFT-Scheiße hält. Ich finde, es ist interessant und auch diese Anspielung, die er am Ende gemacht hat mit, ihr könnt in mich investieren, dies, das, das, hört sich eigentlich cool an und hört sich nach Zukunft an. Wisst ihr, wie ich meine? Mal gucken, Digga. Wir bleiben dran und dann würde ich sagen, ich bin raus. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Videos von Mois reagieren sollen, aber offline, weil im Stream geht es nicht. Ich stream auch schon seit gefühlt 3 Wochen nicht mehr, aber bald ist es endlich wieder soweit. Dann gebt diesem wieder einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 21 Uhr hier wieder auf dem Kanal und um 12 Uhr Mittag mit einem neuen Food-Video auf meinem Hauptkanal. Das werde ich jetzt anfangen zu schneiden. Ich bin raus, bleibt gesund, haut rein.